Herzlich willkommen beim MediaTek hier in unserem Showroom in Litzelkirchen. Servus Gerrit. Servus Harry. Was schauen wir uns denn heute für ein tolles Spielzeug an? Heute schauen wir uns von Wolfusion das Synapse Pure um. Okay. Das ist der kleine Bruder vom Synapse Core. Den haben wir uns letztes Mal schon angeschaut. Genau. Und das ist das Bring-Your-Own-Device-Gerät. Okay. Heißt, alles, was drahtlos ist, was kann drahtlos ich mit dem Ding machen. Genau. Okay. AirPlay, Miracast, Chromecast, V-SolutionCast. Alle gängigen Lösungen, die ich habe. Alles in diesem Gerät integriert. Mhm. Das heißt, wir haben hier unser Display, das ist per HDMI mit dem Synapse Pure verbunden. Genau. Und per USB für die Touch-Funktion. Gell? Genau. Mhm. Da können wir uns jetzt einmal schnell verbinden, wenn du die mit deinem iPhone mal verbinden machst. Das machen wir. Hier ist ja praktischerweise gleich der QR-Code fürs WLAN angezeigt. Das heißt, ich tue mich hier relativ einfach. Alternativ kann man natürlich auch die SSID und das Passwort eingeben. Genau, ja. Okay. Wie gehabt, Bildschirmsynchronisation Pure. Und schon ist das gute Stück da. Nee, schauen wir uns doch da mal ein Foto an. Das haben wir da schönes. Da nehmen wir mal einen Bauplan. Ah ja, schon her. Genau, das ist ja wirklich schnell. Mhm. Okay, wir kommen jetzt wieder zurück, weil jetzt sehe ich ja quasi das im Vollbild. Genau, schon her. Da kann man das Bild praktisch minimieren und dann können Sie bis zu 4 gleichzeitig anzeigen. Das macht jetzt einmal schnell unser Kollege über Miracast mit dem Laptop. Klassische Anwendung, Windows 10 unterstützt genau. Das von Haus aus. Das ist ja eigentlich ganz praktisch, gell? Okay. Genau, jetzt schauen wir mal, dass der verbunden wird. Genau, und schon ist er da. Ja. Jetzt werden praktisch beide Geräte unzeugt. Jetzt können wir einfach mal ein drittes Gerät verbinden. Okay. Dann nehme ich mal das Samsung Tablet. Bis zu 4 geht. Ah ja, schön. Ich kann ja gleichzeitig da auch weiter bedienen. Das sieht man ja immer parallel. Schön. Genau, da das seine Pure auswählen. Genau, und schon bin ich da. Und dann kann ich es auch wieder minimieren. Ah ja, okay, das ist ja toll. Genau, jetzt gehen wir da nochmal in meinen Reihe, machen wir den nochmal Vollbild. Und da habe ich jetzt so eine Notizen-App, das heißt, ich kann da ganz normal malen und man sieht das wunderbar am Display. Okay, das ist ja eine geschmeidige Sache. Genau, was nur eine super Funktion ist, dass man über einen Laptop sie mit der IP-Adresse mit dem Gerät verbinden kann und dann praktisch den Inhalt vom Display am eigenen Laptop anschauen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie eine Vorlesung hat und die Studenten können sie dann mit dem eigenen Laptop verbinden, wenn jetzt da der Beamer zum Beispiel weit weg ist oder das Display ist klar, wie auch immer, können sie das selber mit der IP-Adresse am Laptop anschauen über den Browser. Okay, das heißt, man geht hier jetzt nochmal in die kleinere Ansicht und zeigt hier oben die IP-Adresse. Genau. Die gebe ich einfach im Browser ein und das war's. Genau, und das war's. Cool. Und schon kann man da mitschauen. Das ist ja eine schöne Sache. Okay. Wie schaut es denn so mit dem Thema Sicherheit aus? Weil das ist ja immer so ein Faktor, was immer strenger wird von da IT, haben sie sich auch gut Gedanken gemacht. Und zwar hat das Gerät 2 Netzwerkadapter. Das heißt, einmal über Cut, also über Kabel und einmal drahtlos. Das heißt, man kann über den Cut-Port kann man es ins Firmennetzwerk bringen. Okay. Das heißt, die ganzen Mitarbeiter, die sowieso in dem Netzwerk drin sind, können sie damit verbinden. Und man kann über die WLAN-Funktion kann man es mit dem Gast-WLAN zum Beispiel verbinden und dann können sie auch externe damit verbinden, ohne dass die jetzt dann in das Netzwerk rein müssen. Okay, das heißt, ich kann die WLAN-Funktion sowohl Infrastrukturmodus als auch ad hoc mit eigenem Passwort verschlüsseln. Genau. Einfach, dass man eine gängige Verschlüsselung hat für die Verbindung. Genau, dass die zwei Netzwerke einfach getrennt bleiben. Okay, gut. Wie schaut es mit dem Thema Viren aus? Weil das heißt ja einmal etc. Ich habe da gehört, da läuft Linux drauf und das ist ein System, das Sie quasi nicht überarbeiten, überschreiben oder sonst was kann. Genau. Das ist relativ sicher. Das ist ja ein geschlossenes Linux-System und das kann man soweit auch nicht bearbeiten. Das ist immer das für die ITler ganz wichtig, fremde Daten etc. steckt mir so ein USB-Stick. Genau, da haben wir also das ist komplett geschlossen. Okay, das ist ja eine schöne Sache. Was auch eine schöne Funktion ist, und zwar, man kann zur Drahtlosverbindung kann man einen PIN hinterlegen. Okay. Das heißt, dass sie wirklich nur Leute damit verbinden können, die jetzt in demselben Raum sind. Das das heißt, ich kann jetzt nicht draußen vorbeigehen und sagen, Gott, ich schubse jetzt mal irgendwas Lustiges auf. Genau, das geht dann nicht. Schön. Das wird dann da oben noch mit angezeigt. Okay. Und sobald man sie verbinden möchte, muss man den PIN einfach eingeben. Das ist ja praktisch. Und dann ist man auf dem Gerät drauf. Tolles Gerät, schön. Wenn ihr euch das näher anschauen wollt, seid ihr herzlich willkommen zu uns in den Showroom zu kommen und das einfach mal selbst mit eurem eigenen Gerät auszuprobieren. Da würden wir uns freuen, oder? Ja. Und was wir als nächstes haben, das seht ihr im nächsten Video. Wunderbar. Danke. Servus. Servus.